Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Against the Time und heute mit ein paar kleinen Änderungen. Erstens mal, ich nehme die Folge jetzt gerade erst um 16.30 Uhr auf, das heißt, sie wird auf jeden Fall zu spät kommen, weil vorher noch FIFA kommen muss heute. Heute nochmal alles zu spät, weil ich heute sowas wie FIFA, sowohl Season als auch Ultimate Team und jetzt auch hier Against the Time erst auf den letzten Drücker am Dienstag quasi vor der Gamescom aufnehme und das auch noch zum Teil gerendert werden muss. Von daher, sorry, wenn das zu spät kommt, aber es passt mir einfach so besser in die Zeit jetzt, weil dann, ja, ich später auch was esse und sowas und dann können die Folgen in Ruhe rendern und ich kann jetzt in Ruhe aufnehmen. Ja, eine Änderung hier, Against the Time habe ich gemacht. Es gibt einen Timer, der hochläuft jetzt sogar. Und die ganze Map habe ich jetzt nicht mehr auf dem Multiplayer-Server. Also ich habe die schon noch hier. Aber ich habe mir die auch noch auf runtergeladen eben und habe sie jetzt auch auf meiner privaten Version in einem Singleplayer. Der Vorteil davon ist natürlich ganz einfach. Und zwar, ich kann jetzt hier, wenn ich mich jetzt auslogge, bleibt die Zeit stehen und die Zeit läuft nicht weiter dann. Ich habe die Zeit dann nochmal angepasst eben gerade. Sehr gut. Ich habe die Zeiten eben gerade nochmal angepasst. Ihr seht es außerdem jetzt hier, wenn ich, ihr seht jetzt hier links an der Zeit, läuft ganz normal die Sekunden und Minuten runter. Und wenn ich jetzt auf den 9. Inventarslot gehe, da sieht man die Laufzeit, wie lange das schon läuft. Ich habe die Laufzeit jetzt auf diese Zeit hochgestellt, wie lange die Folgen eben waren, die beiden bisherigen Folgen. Und habe das alles wahrheitsgetreu quasi angepasst. Und ja, ich kann halt immer mal wieder rüber wechseln. Und ich bin noch in Game Mode 1, what the fuck? Okay, sorry Leute. Ich bin hier noch in Game Mode 1, weil ich natürlich oben in dem Admin-Raum war. Ich habe mir aber keine Items gecheatet, ihr könnt das hier sehen. Ich kann die ganzen Sachen gerade mal wieder unten aufs Inventar legen. Ich habe mir natürlich keine Items gecheatet, ihr könnt das gerne überprüfen. Ich war nur im Game und natürlich, weil ich mich von hier aus nach oben zu dem, wo eben der Command-Block-Sachen ist, hoch teleportiert habe. Und dann wieder hier runter teleportiert habe. Und da ich nicht allzu viel Zeit ohne irgendwas zu machen sinnlos verliere mit dem Talken, mache ich jetzt auch mal einfach weiter. Und hör mal auf jetzt, also kann noch nebenbei ein bisschen über das Thema reden. Nebenbei kann ich schon ein bisschen über das Thema reden. Ich werde jetzt auch ein paar Folgen mehr auf einmal aufnehmen. Okay. Und wie gesagt, ich habe da auf jeden Fall diese Laufzeit jetzt gemacht. Wenn ich auf 9. Inventarslot gehe, sieht man, wie lange eben schon ich das Ganze hochläuft. Ich habe die Zeit, wie gesagt, aufgrund der Folgenlänge genommen, habe auch sowas wie den Start der Folgen, also das Intro und bevor ich überhaupt damit angefangen habe, in der ersten Folge zum Beispiel, bevor ich überhaupt Starten gedrückt habe, habe ich alles abgezogen. Da dürfte maximal irgendwie eine halbe Minute Differenz sein oder sowas. Ihr könnt es gerne nachprüfen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich habe das eben alles jetzt darauf hochgesetzt und habe eben auch die Laufzeit hier auf die normale Zeit, die runterläuft, musste ich dann natürlich auch wieder nach anpassen, manuell, weil die natürlich in der Zwischenzeit weiter hochgelaufen war, bis ich mich quasi oben zu dem Command-Block-Raum teleportiert hatte, um da eben die Clock zu stoppen. Wie gesagt, jetzt ist das alles im Singleplayer, auf dem Multiplayer-Server bleibt trotzdem noch die Map, allerdings die Map roh quasi und ich werde da immer wieder auch Änderungen, weil ich immer auch quasi doppelt jetzt bearbeiten, einmal aufgrund von der Rohfassung von der Map und einmal aufgrund von der, von der mein gespielten Map. Denn ich will natürlich auch quasi so eine relativ wenig genutzte Version der Map haben, was halt jetzt bis zu Stand der Folge 2 ist, die ich dann später auch zum Download anbiete, dass auch quasi ihr es spielen könnt. Und ich werde das jetzt noch nicht machen, weil ich jetzt dafür im Moment überhaupt gar keine Zeit habe, das jetzt fertig zu machen, zu packen. Habe ich heute jetzt und morgen vor der Gamescom überhaupt gar keine Zeit mehr. Aber ich werde mich ja nach der Gamescom mal darum kümmern, dass ich euch das auch zum Download anbiete. Ich werde jetzt auch vor der Gamescom hier noch 5 Folgen jetzt aufnehmen heute. Muss auch gleich sagen, am Donnerstag kommt keine Folge, denn ab morgen, also ab Mittwoch, kommt ja das PvP 1-on-1 Battle zwischen Pia und mir um 18 Uhr. Und da ist natürlich am Donnerstag um 18 Uhr keine Zeit, kein Platz hierfür. Alter. Ich habe ein halbes Herz Schaden bekommen, das wird nicht hochgerechnet. Alles andere an Herzschaden wird hochgerechnet. Also beziehungsweise wird wieder hinzugefügt. Ja, ich hasse Skelette, genau deswegen. Weil sie Herzen kosten, Zeit kosten. Moment, ich gucke jetzt mal gerade, wo safe ist, nach. Ich habe eine Minute abgezogen bekommen dafür und ich habe insgesamt für die Skelette 2, 4, 6 Minuten drauf bekommen. Das ist für mich in Ordnung. Geil. Und ich habe wieder eine relativ gute Zeit. Das heißt, es ist halt skillabhängig. Und es ist natürlich auch, man muss auch sagen, die Zeit soll nicht ganz so streng sein, weil ich ja nebenbei auch mal noch jetzt, also jetzt in den ganzen ersten Folgen nicht,
Aber später will ich dann auch mal sowas wie ein Haus bauen und sowas, was halt eigentlich einfach überhaupt gar keine Achievements bringt, aber um halt nochmal nebenbei ein paar andere Sachen zu machen und nicht nur zu farmen und dafür Zeit zu investieren. Ja. Und deswegen muss man natürlich dann immer ein bisschen abwägen. Auch was man gerade macht, muss man abwägen. Und dass man da nicht nur zu eintönige, dass ich quasi hier auch in einem Let's Play natürlich, wo ich auch ein bisschen unterhalten will, nicht immer nur so eintönige Sachen machen will, ist klar. Und deswegen, ja, gibt es da unterschiedliche, ist das auch nicht ganz so streng. Und das hängt ja auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Die Zeit bleibt ja immer gleich. Wenn ihr es zum Beispiel selbst zocken wollt, sofern es dann bald zum Download steht, könnt ihr ja gerne die Zeit quasi anpassen. Ich habe Angst gerade, ich höre ein Skelett. Könnt ihr die Zeit ja, könnt ihr die, also nee, die Zeit nicht anpassen, aber ihr könnt ja den Schwierigkeitsgrad, ich spiele gerade auf normal, glaube ich. Moment, oder? Beim Runterladen doch auf normal spiele ich, genau. Ich habe jetzt nicht gewusst, ob das beim Downloaden der Map vom Server auf das Singleplayer übernommen worden ist. Deswegen habe ich gerade immer nachgeschaut, aber ich spiele auf normal, wie ihr gerade gesehen habt. Und ihr könnt ja auf schwerer spielen, oder auf Hardcore spielen im Endeffekt. Und dann wird das Ganze ja noch herausfordernder, weil ihr euch die Tiere oder hier Skelette oder was auch immer natürlich direkt mehr Schaden drücken. Aber für so ein Let's Play-Format, wo ich auch ein bisschen was nebenbei talken will und so weiter und so fort, wollte ich jetzt mir nicht diesen Stress zumuten, dass ich da eben, Moment, irgendwie sitze ich ein bisschen komisch. Wollte ich mir nicht den Stress zumuten, dass da jede Sekunde getaktet sein muss. Das war es am Anfang, aber jetzt eben nicht mehr. Auch weil ich jetzt halt hier dauernd Kohle farme und so ein Bullshit. Da ist es von der Zeit her auf jeden Fall so. Und ich werde auch immer hingehen und Kohle gegen, werde immer ein bisschen Kohle behalten und den Rest immer gegen Zeit eintauschen. Weil man muss sagen, dass einem Kohle auch oft stört und das Inventar voll macht in einem normalen Minecraft. Und hier hat es halt wirklich einen Sinn für mich. Weil ich kann es halt immer wieder einlösen. Kann ich zum Beispiel jetzt auch mal wieder machen, weil ich habe hier schon wieder 2 Stacks Kohle, was mega übertrieben viel ist. Kann ich zum Beispiel wieder sagen, hier zack. Und dann das Buch und dann 50 Kohle. Zack. Habe ich 5 Minuten mehr Zeit. Sehr gut. Das gleiche können wir gleich nochmal machen, weil, ja, ich finde, habe ja hier noch mehr Kohle. Das behalten wir natürlich. Pam. Okay. Das Buch kommt, wie gesagt, immer erst ein paar Sekunden später wieder ins Inventar. Also wird aus dem Inventar genommen und wird wieder reingelegt, ein paar Sekunden später. Einfach aus dem Grund, weil wenn man das zu schnell hintereinander aufrufen würde, würde es sonst, und die quasi diese. Ja, diese Trigger, die das hinter anklicken könnte es passieren, dass da halt eben Fehler passieren in dem Command-Block-System oben und Sachen einrasten und die nicht einrasten sollen. Also eben Comparator ist jetzt ziemlich fachmännisch. Für Leute, die ja was wissen, die Bescheid wissen, wie sowas funktioniert im Grundaufbau, die wissen, was ich meine. Und dass das eben nicht passiert, habe ich quasi so ein Cooldown-System gebaut. Also so ein Cooldown-System, nenne ich es quasi mal. So ein Workaround gebaut, der im Endeffekt so funktioniert, dass das Buch erstmal für ein paar Sekunden aus dem Inventar rausgeht. Ich hätte gerne Diamanten. Okay, ich habe noch eine Spitzhacke, sehr gut. Ich habe auch noch Eisen, übertrieben viel. Wie viel habe ich denn? 21, okay. Das ist viel. Wie sieht es von meinem Essen her aus? Muss ich da irgendwann nach oben? Nee, habe ich noch 10 Stück jetzt. Und es gibt ja auch die unsichtbare Sättigungsleiste, von daher kann man ja auch schon vorher essen. Hier ist Wasser. Aber hier ist überall Lava und hier ist keine Dias. Das finde ich ein bisschen schade, denke ich mal. Ich grab mich hier gerade extra um die Dias drumherum, um die Lava drumherum. Aus dem Grund, weil ich mir halt denke, ey yo, hier könnte was sein. Bin ich auf was für eine Höhe bin ich denn? Ich bin auf Höhe 11, auf der perfekten Dia-Höhe. Ich grab mich jetzt mal hier ein bisschen weiter, gerade so ein bisschen Strip-Mining-mäßig. Okay, schon sind wir in der nächsten Höhle. Geilo. Scheiße ich aber jetzt mal drauf. Und mache einfach mein Ding weiter. Ohne Scheiß, Minecraft 1.9 wird geiler. Dann kann man sich die ganze Scheiße hier sparen mit dem immer wieder Fackeln zwischendurch planten zu müssen. Sondern hat dafür einfach seinen zweiten Slot. Ja, ich weiß, dass ich hier schon mal war. Cool. So. Okay, hier ist ein Lavasee. Ich sehe aber keine Diamanten. Von daher buddel ich mich einfach weiter. Und sobald ich mal den ganzen Seen und Lavaseen, sobald ich mal den ganzen, ja, ganzen Höhlen quasi vorbei bin, kann ich auch mal links und rechts reinbuddeln. Und da gucken, ob ich da irgendwas finde. Moment, ist da hinten irgendwas? Nee, okay. Leider nein, leider nein.
Leider auch nichts. Okay, dann buddeln wir uns weiter geradeaus und setzen hier auch gleich mal wieder eine Fackel hin. Ich kann übrigens so schnell dahin gehen, weil ich Hotkey nicht auf die 9, sondern ich habe den 9. Inventarslot immer auf meinem Mausrad. Von daher bin ich da relativ schnell. Das habe ich aber eher wegen Bad Wars und wegen Rettungsplattform. Obwohl ich das manchmal dann auch nicht hinkriege, weil ich dann manchmal das Mausrad verreiße. So. Okay, Redstone können wir mal mitnehmen. Vielleicht machen wir irgendwelche coolen Schaltungen, könnte ja mal sein. Auf jeden Fall, Redstone können wir auch. Das ist ja eh das Geile. Wir können hier farmen und können alles mitnehmen, weil Redstone können wir eintauschen. Wir können alles von diesen etwas höherwertigen Sachen eben eintauschen. Geil, Lavasee. Zack, ist ja richtig geil. Wir können hier eben alles eintauschen. Wir können Eisen eintauschen, Redstone eintauschen. Das war gerade richtig gefährlich, unter meinen Füßen wegzubauen. Na komm schon. Ich glaube, hier unten kann man nichts gut setzen, ne? Ja, nee, kann man noch nicht so gut. Alter, hier ist so dunkel. Also wenn gerade mal keine Lava aus dem Boden kommt, ist hier extrem dunkel. So, danke dafür. Das sind zwar jetzt nur Eisen und ich habe da jetzt ein Geschiss drum gemacht, als wenn das Dias wären, aber hey, ist ja auch egal. So. Okay. Eisen sind für uns, wie gesagt, auch sehr wichtig. Ja, da ist nix. Okay. Oder, ja, ich habe kein Optifine drin. Ich spiele auf der Minecraft 1.8.8 inzwischen, auf der neuesten Version. Ich habe jetzt gerade wieder Specs reingemacht, weil ich hier für so Bauprojekte Specs benutze, aber ich benutze inzwischen auch Faithful fürs PvP, also für Bad Wars spielen zum Beispiel. Oder im Moment einzig und allein auf meinem Alex Aller Kanal kommen übrigens die nächsten Tage gerade wieder richtig viele Videos. Von daher schaut da mal vorbei. Da ist alles bereit an Videos und da kommen echt viele Videos die nächsten Tage. Das ist richtig geil. Da ist Kohle, ne? Ja. Gut, dann go. Kohle ist auch für uns wieder hier. Ihr wisst ja den Sinn. Von daher nehmen wir einfach alles mit, was da kommt. Hätte zwar gerne auch mal jetzt Dias, aber scheint ja im Moment leider nicht unser Glück zu sein. Die Folge werde ich auch heute noch einen Tick länger machen als 15 Minuten, aber alle nächsten Folgen werden genau 15 Minuten gehen, eben weil ich gerade jetzt im Moment ein bisschen so Stress vor der Gamescom habe. Liegt aber auch eindeutig an mir, damit nicht eindeutig alleine dran schuld, weil ich ich habe früh genug angefangen, aber ich hatte mir letzte Woche so ein paar Tage Pause gegönnt und habe auch am Wochenende nicht so Gas gegeben, wie ich Gas geben hätte sollen. Von daher ist es ja auch kein Problem, aber im Moment bin ich auch sehr motiviert, von daher ist es auch wunderbar. Ich glaube nicht so, als hätte ich die letzten Tage keinen Bock gehabt, Videos zu produzieren, aber es war irgendwie einfach so, du chillst lieber und guckst Varo. Das ist schon teilweise so gewesen. Habe ich jetzt zwar heute auch erstmal, deswegen bin ich auch um 8 Uhr aufgestanden, habe erst so, keine Ahnung, 14 Uhr angefangen aufzunehmen. Aber hey, jeder braucht auch seinen Spaß, den habe ich im Moment. Und dann habe ich ja halt an manchen anderen Punkten, wie jetzt gerade ein bisschen Stress, weil ich natürlich für euch die Sachen bereit kriegen will immer noch. Ofen. So, Kohle. Die Sache ist, möchte ich mal ein bisschen Redstone behalten oder möchtest du es komplett investieren? Die Sache, was ich mir natürlich auch noch vorstelle, warum kann ich mir nicht sagen, dass ich irgendwelche Items kaufen könnte? Könnte ich auch noch bei Against the Time reinbringen, dass ich mir Items kaufen könnte für gewisse Anzahl an Zeit. Könnte man auch machen, ne? Könnte man, wie gesagt. Das sind alles so Ideen für die Zukunft, an denen ich vielleicht nochmal irgendwie hin und her feile, aber das ist jetzt nichts für die nahe Zukunft, sondern eher für die weite Zukunft. Jo. Muss ich gerade nochmal die Holzsachen nehmen, weil ich gerade vergessen habe, mir vorher welche zu machen. So, Crafting Table. Zack. Und ein bisschen Eisen. Danke. Danke. Und erstmal eine Spitzhacke machen. Jo, oder ich habe halt kein Holz mehr im Inventar und lass es. Zack. Nee, nicht alles. So. Das ist nämlich viel zu viel Inventarslot-Belegung. Eisen. Zack. Ich höre hier irgendein Skelett. Das ist auch sogar so. Das habe ich mir jetzt nicht nur gerade eingebildet, aber egal. Oh. Scheiße. Egal. Gut. Lassen wir das mal gerade noch irgendwie brennen. Und bauen hier einfach mal weiter rein. Suchen hier mal ein bisschen weiter die Wände ab nach Ressourcen.
Schon wieder Redstone. Ich glaube, ein bisschen Redstone werde ich mal behalten, weil ich ein bisschen vielleicht auch haben will, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, es kann ja sein, dass man gewisse Sachen baut, wo man das auch braucht. Oder ich vielleicht irgendwelche Redstone-Konstruktionen bauen will, dann brauche ich das. Ich würde mal sagen, so ein Stack behalte ich, habe ich jetzt auch schon gleich und alles drüber werde ich dann für Zeit investieren. Wir sind bei 23 Minuten und hier sind wir, wir sind jetzt bei 54 Minuten und 12 Sekunden Zeit, wo das Projekt schon läuft. Allerdings muss ich sagen, ich habe es noch nicht so richtig geil umgesetzt mit der Laufzeit. Die wird zwar angezeigt, wenn man da auf dem Slot ist, aber sie wird noch nicht, also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Zeit runterlaufen sollte, die Zeit sollte ablaufen, dann wird man ja komplett wieder hochteleportiert in den Spawnraum und es wird halt gesagt, ey yo, deine Zeit ist abgelaufen und so. Aber ich habe es noch nicht eingebaut, dass man dann die Laufzeit sieht. Die Laufzeit wird einfach in dem Moment genauso gekillt wie alles andere auch, was mega intelligent ist. Okay, Kohle. Ja gut, dann bauen wir hier auch mal wieder rein, nehmen wieder alles mit. Wir haben eh schon wieder viel zu viel Kohle, ne? Und Eisen, alter Verwalter, Leute. Wir finden alles mögliche außer Diamanten, die ich gerne hätte. Ganz ehrlich, so Diamanten hätte ich jetzt viel, viel lieber als wie, Yo, Alter. Gut, sterben kann ich eh nicht, oder, ja, nicht von irgendwelchen Mobs, sondern höchstens, naja. Die Zeit kann halt extrem schnell runtergehen. Von daher sollte ich auch mal bald wieder so, ich sollte, was immer so meine Zielsetzung ist, ist, dass die Zeit so über 20 Minuten bleibt. Dass ich da keine Probleme kriege. So. Ich werde auch übrigens, ich habe auch mal überlegt, ob ich irgendwie zu dem Ganzen, was ich hier Command-Block-mäßig gemacht habe, irgendwie mal ein Tutorial mache, aber, nee. Ich will vor allen Dingen hier keine, auf dem Kanal keine Tutorials bringen, weil mit Tutorials kann man sich ordentlich die Views oder Abonnenten, unsere Abonnenten sind ja eh schon viel zu hoch für unsere Views, die wir haben. Und die kann man sich halt mit Tutorials noch besser versauen. Hat schon wer anders bewiesen, den wir gut kennen. Also beziehungsweise es ist mir eben daraus, dass jemand, den wir sehr gut kennen, ne? Düna kennen wir ja, mit seinem alten Kanal ist eben uns eine Lehre daraus, von daher, oder ist mir eine Lehre daraus, von daher werde ich niemals Tutorials auf diesem Kanal machen. Weil vielleicht Tutorials machen auf einem anderen Kanal, auf einem neuen Kanal und dann mal bewerben und dann den Kanal hier quasi bewerben, okay. Aber, oder dort verlinken quasi, okay, aber nicht direkt machen. So. Scheiße, Alter, direkt hier immer überall Dreckslava. Mein Inventar ist voll, geil. Fäden will ich behalten. Setz Ding mal weg. Okay. Ja, ich sollte hier schon mal wieder in die Wände buddeln. Mach ich mal hier so an der Stelle. Und direkt wieder Redstone. Aber hier irgendwo ist auch diese Höhle. Ich höre die immer näher. Die muss hier irgendwo in der Nähe sein. Von daher sind wir da auch mal vorsichtig. Ich bin auch locker schon über ein Stack Redstone. Aber ich nehme es noch auf. Also wird es irgendeinen Inventarplatz verstopfen. Hier ist nix, außer jetzt gleich Lava. Gut. Oh, ich habe es nicht aufgenommen. Gut, ich nehme keinen Redstone mehr auf, geil. Da muss ich gerade mal aussortieren. So, ich weiß, da rede ich jetzt gerade natürlich nicht so viel, weil es einfach nicht ein bisschen konzentrieren muss, dass ich nicht was rausschmeiße, was total sinnvoll ist. Okay. In Ordnung. Ich mache ja auch mal wieder gerne hinter mir jetzt zu inzwischen. Keine Lust, dass hier irgendwas ist. Wenn ich irgendwie raus will, natürlich, dann baue ich mich einfach nach oben und gut ist. Mache da nicht irgendwie einen Aufstand, dass ich wieder zurücklaufe über den Weg, wo ich komme. Das hat nur eine gewisse Person damals mal gemacht und das ist Gronkh. Ich glaube, das macht keiner heutzutage. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle beende ich mal die Folge, denn wir sind bei 19 Minuten und wie gesagt, die Folgen gehen jetzt immer ein bisschen kürzer, wegen der Gamescom und so. Und ist ja auch, ich glaube, ich gehe generell ein bisschen mehr auf 15 Minuten in dem Projekt, denn für Minecraft finde ich 15 Minuten teilweise auch in Ordnung. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, was ist das von der Folge, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!